folgende Lied ist eigentlich schon die letzte Stufe des höheren Blödsinns. Und zwar handelt es sich bei diesem Lied um eine fünfzeilige Versform, die schlechthin bisher unter dem Namen Limerick bekannt geworden sind. Das sind diese komischen Fünfzeiler, kurz, aber um nicht zu sagen dümmlich. Ich könnte also sagen, ein Ehepaar aus Salzgitter geriet in ein böses Gewitter. Doch wie das so geht, hat der Blitz sie verschmäht und erschlagen wurde ein Dritter. Das ist das Prinzip des Limerick, so muss das funktionieren. Könnte ich sagen, es sprach ein Dichter in Wattenscheid, wie fallen heute Abend die Schatten weit. Die Farben wie fahl, wie dunkel das Tal, wie das Hinterteil einer Mulattenmaid. Oder da wir gerade bei Salzgitter waren, es lebte ein Mann in Salzgitter, der sagte, das Leben sei bitter. Und es ging ihm schlecht und da hatte er recht, denn er war leider Gottes ein Zwitter. Das ist ein sogenannter zwiefacher Limerick. Man kann denselben Limerick nämlich nochmal erzählen mit Es lebt eine Frau in Salzgitter. Der Ausgang des Limericks ist immer derselbe, nicht? Das ändert nichts mehr. Ein Straßenfeger aus Aix, der fiel infolge des Drecks in der Rue de la Marche auf den eigenen Arsch, er starb infolge des Schrecks. Das war ein sogenannter Afterick. Ja, wenn wir schon so weit sind, könnte ich ja noch einen etwas feuchten Limerick vortragen. Einen sogenannten Aquarick. Ne? Als vor kurzem im Hafen von Kiel ein Knabe ins Wasser fiel, hob ein Greis, der dort stand, die zittrige Hand und sprach: Tja, so ist das in Kiel, ne? Was ebenfalls gleichzeitig eine Überleitung war zu den Limericks, die jetzt mit Musik kommen. Es handelt sich nämlich um fünf Limericks aus der Abteilung makaber, aber geschmacklos. Also, um nicht zu sagen herzergreifende. Da würde ich vorher einen traurigen erzählen, einen sogenannten Dialekterik, nicht? Ein Säugling auf den Azoren ward Jans ohne Nase geboren. Doch schlich diesem hieraus der Natur wieder aus, sie schuf ihm auch Jans ohne Ohren. Ein Knabe fiel in Transvaal, in einen Fleischwolf aus Stahl. Er verließ zwar sofort diesen düsteren Ort, jedoch in größerer Zahl. Ein Bauer aus Frankfurt am Main, der schlachtete abends ein Schwein, doch er summte zuvor ihm zum Abschied ins Ohr: Nun schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Ein Pfadfinder aus Ehrenbreitstein, der sprach, man soll immer bereit sein. Drauf überfuhr mit Gestampf ihn eine Walze von Dampf. Er wird jetzt auf immer sehr bereit sein. Ein Ostfriese sagte in Aurich einem Westfriesen drohend: Ich hau dich! Drauf holte er aus und traf bei der Daus den Holzkopf eines Südfriesen, der über den Daumen gepeilt ungefähr mindestens beinahe 45 Fuß hinter ihn stand. Die Frau eines Blinden in Schleen hatte Liebhaber 8 oder 10. Der Blinde schrie raus: Verlasse mein Haus, ich kann dich nicht mehr sehen.